Yo, hey ho, Ladies und verehrte Gentlemen, was geht? Ich bin's wieder, euer Ruffy hier am Stissel und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Texte 2. So, ich habe mich sehr viel informiert, meine lieben Raffaellos. Ich vergesse es immer wieder zu sagen, es tut mir leid. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich weiß jetzt zum Groben und Ganzen, wie das Ganze hier funktioniert und was wir überhaupt alles brauchen. Und zwar eigentlich als allererstes müssen wir die Inscribing-Sachen holen, die in den Meteorites versteckt sind. Das heißt, wir müssen erstmal den Meteorite-Kompass machen. Beziehungsweise, wisst ihr was, ich erkläre mein Inventar kurz ein bisschen. Stell das hier einfach mal kurz hier hin, weil ich es kann. Fast forward, rewind off. So, pam, okay. Und zwar, einerseits brauchen wir eine Power Source natürlich, das wäre bei uns jetzt hier unser Tesseract. Dann brauchen wir einen Energy Acceptor, der praktisch die Sachen umwandelt in die Energie. Und das wird in der Energy Cell getan, wo praktisch die Energie gespeichert wird. Dann brauchen wir einen Inscriber, wo man praktisch diese. Das kann ich euch mal zeigen. Für. Dem kann man, steht es hier drin eigentlich, was die Rezepte? Ne, da kann man praktisch diese Inscriber Presses reintun, damit kann man dann die Circuits machen und mit den Circuits kann man dann die Drives, die Crafting Terminals und das automatische Crafting und so Zeug machen. Das heißt, wir brauchen als allererstes erstmal einen Meteorite Kompass. Meteor Timer, okay. Das heißt, 4 Iron Ingots und einen Charged Certus Quartz. Iron haben wir ja. Charged Certus Quartz haben wir auch. Bam, haben wir schon mal. Meteorite Hunter. Okay, wo zeigt's hin? Die Sache ist halt immer bei dem Meteorite-Dings angeblich, dass die auch Sachen unter der Erde anzeigt. Ich habe gesehen, wie der auf einmal ausgeflippt ist. Das heißt, wenn es auch angezeigt wird, dass es hier ist, dann müssen wir wahrscheinlich trotzdem ein bisschen nach unten diggen. Weil es dann praktisch unter der Erde ist. Rein theoretisch. So, aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben, ja, wir schauen einfach mal, dass wir das eben E-Systeme zu schnell. Ist es hier, ne? Ne, ist kein. Dass wir das ME-System so schnell wie möglich praktisch, ja, bekommen. Ah, hier ist einer. Das ist ja gut, dann zeigt uns halt direkt den. Ja, gut, ich glaube, es ist logisch, dass wir hier richtig sind. Genau. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir nicht die Kiste kaputt machen, aber hier ist sie. Da sind sogar drei drinnen. Logic, Engineering und Calculation. Perfekt. Aber wir brauchen noch mehr. Das ist wieder der Meteor, es wird wieder genau der gleiche Meteor angezeigt. Ich will aber einen anderen finden vielleicht. Zeig mir einen anderen jetzt. Und genau die Presses brauchen wir auch. Es gibt, glaube ich, wie viele verschiedene gibt's? Ich glaube, 4 verschiedene gibt's. Werden wir gleich mal schauen. Kannst du mir nicht irgendwie eine in die Richtung zeigen, bitte? Wir erkunden einfach mal so ein bisschen die Landschaft, fliegen so rum, tralalala. Wisst ihr noch hier? Hier sind wir am Anfang vorbeigelaufen, haben wir die ganzen Ostriches geschnetzelt. Schon über einen Monat her. Wir sind jetzt schon bei Folge 36 oder? Nein, warte, wir sind schon fast bei Folge 40 oder so, 39 oder sowas. Ach du Scheiße, Mann. Die Zeit vergeht, ich schwör. Kannst du mal zu einem anderen Meteoriten umswitchen jetzt vielleicht? Da jetzt hier. Hier drüben muss einer sein irgendwo. Fliegen wir mal in die Richtung. Halt ist ja sogar unter Wasser oder sowas. Dann, dann, dann. Nee, aber wird schon passen. Genau, wie geht's euch eigentlich so? Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht, was ihr so macht. Wie euer Wochenende war, ob ihr schon im Urlaub wart. Ich fahre jetzt dann bald an den. Das darf ich eigentlich sagen? Ich darf schon sagen, wo ich hinfahre, in Urlaub, oder? An den Gardasee. Chillen wir dann unser Live. Haben wir so ein bisschen mit meiner Freundin so ein Boot gemietet und sowas. Also Familie und sowas, Bekannte und sowas. Dann können wir da voll geil chillen und ein bisschen entspannen und sowas. Da muss ich dann wieder ewig lang Videos vorproduzieren, aber mal. Da muss man durch. Okay, der scheint irgendwie unter der Erde zu sein. Das heißt, wir müssen hier einmal nach unten kommen. Jetzt habe ich halt kein Limestone, Stone. Habe ich Torches dabei? Nee, habe ich natürlich nicht, aber wir haben unseren Transportation Table dabei. Das heißt, wir haben immer Torches dabei. Ich tue einfach alles hier dabei weg, was ich nicht brauche. Brauche jetzt auch nicht. Torches, zack. Das ist so cool, ohne Witz. Ah, hier ist Skystone. Okay, jetzt müssen wir nur noch wissen. Oh, es ist so schwarz, der Skystone. Jetzt müssen wir bloß noch wissen, wo. Chest? Ne, okay, wir müssen hier in die Richtung wahrscheinlich. Es ist bloß. Ah, hier ist die Chest. Die Chest finden. Okay, da war keine neue dabei. Schade. Lead Ingots, nehmen wir auch mal mit. Das gibt's ein Press. Wir googeln jetzt einfach mal Press. Und dann kommt viel mehr, als ich mir vorgestellt habe. Okay, dann schauen wir hier mal kurz. Inscriber Name Press brauchen wir nicht, wir brauchen aber die Silicon Press brauchen wir noch. Inscriber Logic Calculation Engineering, Logic Calculation Engineering. Beziehungsweise wisst ihr was? Silikon brauchen wir gar nicht, weil mit der Silicon Press
Doch, Printed Silicon brauchen wir schon. Verdammt, das brauchen wir sogar ziemlich dringend. Oh Mann. Okay, das heißt, wir müssen nach unserem nächsten Meteor suchen. Da ist ein Vulkan ausgebrochen, cool. Fliegen wir einfach mal in die Richtung. Eigentlich würde es mehr Sinn machen, wenn wir immer in die gleiche Richtung fliegen. Weil nicht, dass wir im Kreis dann um unsere Base rumfliegen. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn wir wieder was suchen irgendwann. Dann waren wir da schon überall schon. Dann müssen wir noch weiter fliegen. Ich wusste gar nicht, dass es Vulkane gibt hier, voll krass. Das fackelt hier wahrscheinlich gleich unsere ganze Welt ab, aber ist mir egal. So. Generating Structure, please wait. Okay, krass. Ey, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ja, vielleicht finden wir ein paar coole Sachen auch, die wir exploren können. Was haben wir hier eigentlich so? Hey, die Fahnen schauen ja voll cool aus. Wie heißen die hier? Banner. Alter, die Banner sind hier richtig nice. Die können wir bei uns in der Burg aufstellen. Oh, hier sind Dings. Hier ist ein Blitz. Oh, nice. Wir haben jetzt so ein Blitzdings. Blitzrod. Den brauchen wir für irgendwas, glaube ich. Das ist ja voll der coole Turm hier. Das ist ja nice. Okay. Cool. Kann man mal machen. Das sind hier Wolves. Was ist das für ein komisches Biom? Okay. Da ja, kannst du mir jetzt nicht mal. Ah, der nächste Meteor ist hier drüben irgendwo, okay. Ich find's witzig, wie der Kompass immer wieder irgendwo hin zeigt. Aber ich wollte, dass die Folge eigentlich schon ein bisschen was schaffen mit dem ME-System. Einfach auch so, aber die Sache brauchen wir halt einfach. Da kommen wir einfach nicht drumherum. Die müssen wir halt einfach finden. Ist ja wahrscheinlich auch wieder unter der Erde, oder? Die springt immer so komisch hin und her. Okay, der ist auch unter der Erde, oder? Ja, muss unter der Erde sein eigentlich. Jetzt komm, Creeper, jetzt. Es sollte so eine Portable. Wie viel Damage macht der eigentlich? 27. Puh. Sollte so eine. Boah, Alter. Sollte so eine Portable-Dings geben. Wie tief ist denn der? Gravel, Stone, 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 Basalt, Bedrock. Okay, also ich bin irgendwie vorbei anscheinend. Ist hier irgendwo Skystone an der Wand? Nee. Hä? Fliegen wir mal ein bisschen. Hier. Okay, also hier müsste ja safe irgendwo sein. Was ist das hier eigentlich? Moloberry, okay. Kommen wir jetzt mal hier nach unten. Ihr seht wahrscheinlich nichts, ich sehe auch nichts. Also wundert euch nicht. Goldohr haben wir gerade mitgenommen. Stone, 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 Stone. Coal Ore, Grey Limestone. Wir nehmen alles mit, aber nicht das, was wir brauchen irgendwie. Bedrock. Hä? Wo ist denn dieser komische Meteor jetzt bitte? Das kann nicht sein. Was ist das hier? Skystone! Wir sind direkt vorbei. Naja, passiert. Jetzt müssen wir nur wieder die Kiste finden. Ah, hier ist er schon. Silicon Press. Okay, wenn wir uns noch Platz im Inventar hätten, dann wäre es gut. Electrum. Nehmen wir auch mal mit. Aber glaube ich, brauchen wir gar nicht. Okay, hätten wir geschafft. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg zurückfliegen und ich hoffe, ihr versteht es auch. Wir teleporten uns kurz und wir gehen noch mal kurz schlafen. Sadele. Gut, hätten wir das wenigstens geschafft. Das ist schon mal ein großer Meilenstein. Wenn ich ehrlich bin. Weil ich dachte, dafür brauche ich viel länger, bis ich alle Sachen gefunden habe. So. Gut, dann brauchen wir als allererstes erstmal ein leeres Inventar. Okay. Okay, Skystone kann man gar nicht dingsen. Ich bin so froh, wenn wir ein ME-System haben, wo einfach alles drinnen liegt, ohne Witz. Okay, als allererstes brauchen wir einen Inscriber. Inscriber. Bam. Dafür brauchen wir... Pure, okay, Flux Crystals haben wir, Sticky Pistons haben wir auch, glaube ich, oder? Sticky, ne, wir haben nur normale Pistons, aber die können wir ganz schnell zu Pistons, Sticky Pistons umfunktionieren mit Slime Balls. Wir haben gar keine Slime Balls, oder wie? Können wir uns die irgendwie herstellen? Wo kriegen wir Slime Balls her? Ach man. Cheese Curd, ja toll, wo kriegen wir das Cheese Ohr her? Ist ja irgendwie aus dem Himmel oder sowas, kriegen wir das ja, gell? Es gibt ja so ein Cheese Planet. Oh nein, das müssen wir echt Slimes finden. Ah, dann können wir Sticky Pisten noch mit was anderem machen, vielleicht mit den. Ah, den kann man auch mit Slime Balls, Pink Slime Ball. Okay, den können wir auch mit anderen Sachen machen, das heißt, wir schauen mal kurz bei den anderen hin. Das wäre jetzt echt nervig gewesen, wenn wir auch noch extra einen Slime hätten finden müssen.
Apropos, wenn wir schon mal hier vorbeifliegen, dann können wir gleich mal schauen, wie weit unser Red Matter hier ist. Ich will eigentlich gar nicht reinschauen, weil es wahrscheinlich so übertrieben ist. Alter Schwede. Schon 5 Stacks mindestens. Ach du Kacke, wir übertreiben echt ein bisschen. Gut, das können wir dann bald abschalten eigentlich, wenn das die ganze Kiste voll ist, weil dann haben wir definitiv genug EMC für das restliche Spiel. Was suche ich? Slimes, genau. Slime Balls. Wenn ihr es seht, dann schreit ihr ganz laut. Hier, die kann ich nehmen. Wir brauchen eh nur 2. Mehr brauchen wir nicht. Ah ja, ja, und was ich noch machen wollte mit der Tube, genau, diese Transport-Tubes, wo du so ein System machen kannst. Ich weiß nicht, sollen wir so ein, wie heißen die? Irgendwas mit Tube, gell? Nee. Okay, was ist diese Tuberous Flux Capacitator? Brauchen wir gleich für eine Portal Gun, oder? Nee, keine Ahnung. Shift, Charge, Send. Okay. Komisch. Was ich noch machen wollte, es gibt ja diese Tubes, mit denen du dich hin und her transportieren kannst irgendwie. Die wären auch mal cool. Also entweder wir machen so unser Transportsystem zwischen den einzelnen Strukturen oder wir bauen halt so Brücken und sowas. Das ist halt die Frage, was ihr besser findet, was... Keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würde mich jedenfalls freuen. Dann kann ich da mal... Dann helft ihr mir ein bisschen bei der Entscheidung. So, der Inscriber. Wir sollten ja auch echt mal ein paar Kisten hinstellen, weil unser Inventar einfach so voll ist. So, zack. Können wir hier einfach mal alles reintun, was wir jetzt dabei nicht brauchen. Okay. So, und alles andere, was wir auch nicht brauchen, kommt hier rein. Blitzrod ist gut, dass wir den gefunden haben. Den haben wir für irgendwas gebraucht. Ich weiß aber nicht mehr ganz für was. Für Ketonium Dust und den für Augment. Bitte was? Was machen die so? Level 3 Secondary Chance. Achso, braucht man für die Maschinen, oder was? Aber für was noch? Für Gilit, Ceritum, irgendwas? Okay. Ja, cool, gut, dass wir jedenfalls mal einen haben. Okay, den Inscriber können wir eigentlich irgendwo hinsetzen, beziehungsweise den würde ich wohin setzen, wo auch später unser ME-System sein wird, weil der ja praktisch Energie braucht. Braucht er ja, oder? Ich glaube schon. Oder braucht er Energie? Weiß gar nicht. Sehen wir gleich. Weiß nicht, brauche ich das schon dahin? Ah, da muss ich jetzt erstmal das Holz machen. Akazia. Was habe ich da genommen? Die Planks. Aber welche ist die Frage? Akazia. Die hier, glaube ich, oder? Nein, natürlich nicht genau die, sondern die anderen. Akazia. Zack, die da hier habe ich, oder? Genau. Kann ich ja mal hier ganz kurz, ganz grob den Boden reinbauen, damit ich weiß, wo ich bauen muss. Oder wo, auf welcher Ebene ich bauen muss. Wenn wir das im E-System irgendwo hin machen. Das ist sogar cool, man kann sogar das gut abbauen, wenn man fliegt. Das geht ja normalerweise nicht so gut. Okay, dann können wir praktisch hier unser ME-System erstmal aufstellen. Oder sollen wir es erst draußen machen? Ne, wir machen es schon, wenn dann gescheit hier. Ja, dann machen wir es schon ganz gescheit. Einfach hier. Das geht so schnell. Das ist so nice. Nein, 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 nein. Okay. Die Torches bleiben da. Oder auch nicht. Torch? Hallo? Wisst ihr, was mir passiert ist, als ich das Ganze gebaut habe? Mir ist natürlich ein Creeper von hinten gekommen und alles kaputt gemacht. Und dann habe ich natürlich Interdiction Torches aufgestellt, wie ihr vorne gesehen habt. Hier stehen überall Interdiction Torches, weil ich keinen Bock hatte, das nochmal zu machen. Okay. Unser Tesseract, den brauchen wir. Wir stellen das Ganze jetzt einfach mal ganz grob, fahrlässig hier auf. Einfach so. Genau, Energy Supply müsste eh alles passen. Genau, den Inscriber stellen wir jetzt einfach mal... Ist eigentlich egal, stellen wir mal hier hin. Braucht er Energie? Man weiß es nicht. Okay, der Inscriber steht, das ist gut. Dann stellen wir unser Water Flowing Time natürlich auch da rein. Weil da unten kommt auch unser ME-System insgesamt hin. So, dann stellen wir mal hier daneben. Und dann können wir hier die reintun, falls wir irgendwas inscriben müssen, weil es dauert ja schon ein Zeitchen. Beziehungsweise können wir eigentlich gleich das erste machen, und zwar ist es hier... Jetzt habe ich die natürlich draußen. Wir bauen mal hier ein Loch rein. Oder hier unten ein Loch. Kein Bock, immer hier dann außen rum zu gehen. Hallo? Okay. Ich hatte den Block zwar abgebaut, aber er wollte nicht angezeigen, dass er abgebaut wurde. Alles klar. Wo sind die Silikon? Hier. Genau, dann brauchen wir nämlich hier einmal praktisch hier oben den da, glaube ich, so war das. Und dann Silikon.
Warte, was, ich such's am falschen Ort, hier muss ich suchen. Silikon? Echt kein Silikon? Hä, aber ich dachte, wir hatten das. Ich dachte, wir haben Safe Silikon. Vor allem, das hat ja auch EMC. Certus Quarz Dust und Coal. Okay. Certus Quarz Dust. Coal. Wo ist denn unsere Philosopher's Stone? Gut, den haben wir sogar dabei. Ah, den Crafting Table sollte ich eigentlich auch hier reinstellen. Egal, wir machen es einfach gleich nochmal einen zweiten. So. Und so. Silikon. Okay, gut. Komisch, hatten wir echt kein Silikon eingespeichert? Naja. Wenn wir den jetzt eigentlich da reinlegen, dann müsste hier anfangen. Ist das unten rein tun? Nee. Printed Silikon. Ah doch, hier so und so. Und er braucht halt wahrscheinlich wirklich Energie. Okay, das heißt, wir müssen zuerst unseren Energy Acceptor machen. Acceptor. Den da hier. Einfach Iron Glass Flux Crystal. Das war ein Crafting Table. So. Glas. Fluix. Können wir auch mal ein Stack rausnehmen. Das brauchen wir in Zukunft wahrscheinlich eh öfter. Okay, Eisen haben wir. Das heißt. Zack, zack. Geht nicht. Voll nett von dir. Wollt ihr nur Zeit sparen oder so? Genau. Geht auch nicht. Warum geht das nicht? Weil ich es falsch rumgetan habe. Typisch. Okay, das geht nicht, weil. Weil was? Quarzglas. Nein, wir brauchen Quarzglas oder was? Oder wie oder wo? Okay, Certus Quarz Dust. Kann das sein? Was ist noch? Nether Quarz Dust. Und Glas. Okay. Jetzt wird's kompliziert. Certus Quarz Dust und Glas. Okay. Aber so. Und so. Okay. Aber wir brauchen mehr davon. Weil wir das bestimmt später auch nochmal irgendwann brauchen. Zack. Okay. Jetzt aber. Bitte? Danke. Wir brauchen nur einen. Warum habe ich 11 rausgenommen? Egal. Okay, dann den da hier. Und dann brauchen wir. Das war ein Block zu viel. Und dann brauchen wir hier unsere. Wie heißt die? Energy Storage oder irgendwas? Power Source, Energy Cell, genau. Energy Cell. Das müsste. Energy Cell. Müsste die sein. Okay. Haben wir noch das Glas, was wir gerade gebraucht haben? Ne, haben wir natürlich nicht. Oh man, Jungs und Mädels, mein Inventar ist so voll, es ist alles so kompliziert, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, nee, da tut sich nichts, der braucht echt Energie. Okay, ich brauche noch mehr Certus Quarz Dust. Ich brauche noch mehr Glas. Da können wir uns wenigstens wieder die Dinger hier craften. Nehmen wir einfach mal ein bisschen was raus, damit wir was haben für später. Okay, dann brauchen wir Charge, Certus oder irgendwas. Ist egal. Also irgendwas mit Certus jedenfalls. Ja, die Charge ist ja egal. Und dann brauchen wir noch Fluix Dust. Haben wir das eingespeichert? Nee, aber Fluix Crystal. Man kann bestimmt auch Fluix Crystal auf Fluix Dust machen. Ja, kann man. Okay, das heißt, wir brauchen einen Macerator. Gut, dass es gerade dunkel wird. Können wir auch gleich nochmal schlafen gehen. Nur sind wir schon bei 20 Minuten, oh mein Gott. Ah, die Zeit vergeht. Aber ich glaube, ich mache ein bisschen Überlänge bei der Folge, damit wir einfach was schaffen vom ME-System. Und das würde ich jetzt auch nicht zwingend off-camera machen, damit ihr dabei seid. Das ist halt eine große ME-Folge. Aber mal. Ich versuche das Ganze eh schon so ein bisschen abzukürzen, indem wir
halt uns die Sachen auch aus unserem Transmutation Table nehmen und nicht dann alles schmelzen und sowas. Später werden wir es jedenfalls so machen, dass alles geschmolzen und aus dem automatisch macerated und sowas wird, dass wir das nicht mehr irgendwie jetzt hier dann rausnehmen müssen aus dem Transmutation Table. Wobei das halt schon cool ist, finde ich. Flux, das Design. Wir haben halt einfach genug EMC, also von daher können wir uns ja auch leisten. So, dann machen wir uns die Energy Cell. Zack, eine aber bloß. Danke. Genau, die kommt dann hier ran. Die müsste jetzt gecharged sein. Genau. So. Dann brauchen wir hier die ME Glass Cables. Die haben wir eh schon gemacht. Perfekt. Und dann können wir es hier nicht anschließen. Und dann müsste der hier auch Energie haben. Bam. Printed Silicon. Perfekt. Blöd ist bloß, dass man jetzt echt nur einen reintun kann. Sogar cool, wie es gepresst wird hier. Das finde ich halt echt ein bisschen blöd, dass du hier nur einen reintun kannst. Aber man kann ja eigentlich so eine Transfer-Node machen. Mit einem Chest noch eine Transfer-Node und dann... Warte, ich stelle die mal hier hinten an, die nervt mich hier ein bisschen, ehrlich gesagt. Wollte gerade sagen, wo ist denn das? Ach Gott, ich meine Inventar ist schon wieder voll, das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass das Inventar so schnell wieder voll ist. Nein, das wollen wir da nicht reintun. Aber steht da sogar auch da drauf, das ist ja cool. Wenn wir einfach eine Chest machen. Chest. Wir brauchen ja zwei Chests. Oh mein Gott, mein Inventar. Zack, zack. Und dann zwei Transfer Nodes. Transfer Nodes. Zack, zack. Dann müsste eigentlich, wenn ich hier Silikon reintue, müsste die hier reingehen. 100% und dann rausgenommen werden. Perfekt, und dann haben wir die ganzen Dinger drin. Okay, dann haben wir das schon mal automatisiert. Davon brauchen wir, glaube ich, ziemlich viele. Beziehungsweise dann können wir später auch da noch andere Sachen machen, weil wir von den anderen Sachen auch ziemlich viel brauchen. Okay. Ja, und dann wird es die Seeds, die können jetzt mal hier kurz weggehen. Und die Fenster brauche ich jetzt gerade auch nicht. Das ist halt Cobblestone. Das ist viel Zeug, was ich nicht brauche, aber okay. Gut, dann haben wir das jedenfalls. Wir haben die Printed Silicones. Was kommt als nächstes dran? Genau, Inscriber, Energy Cell haben wir, Energy Acceptor haben wir, Power Source haben wir. Okay, dann kommt im Prinzip schon die ME Drive, wo wir unsere Sachen storen können. Beziehungsweise, eigentlich brauchen wir auch mal ein ME Terminal. Aber wir machen uns zuerst die Drive. Wir machen uns zuerst die Drive. Orion Drive. Dafür brauchen wir nämlich schon diese Engineering Processors. Das heißt, da brauchen wir... Ich glaube, ich machen wir gleich noch ein paar mehr Inscribers, ohne Witz. Weil die Inscribers brauchen wir so oder so später sehr oft. Warte, wir brauchen noch mehr Sticky Pistons. Oh Mann! Ich mache mir mal 4 Inscribers. 4, 5? Ein paar jedenfalls. So. Haben wir irgendwo noch das Zeug, was ich dafür brauche? Ups. Slime-Zeugs, irgendwas. Irgendwas, was Schleimiges. Hier ist schleimiges Zeug. Aber die will ich nicht zwingend benutzen. Weil die auch selten sind. Die brauche ich bestimmt auch für was anderes. So. Na gut, da können wir uns ja später bestimmt noch ein paar mehr herstellen. Wenn wir Zeug haben. Okay. Was, wenn wir Zeug haben, was ist das für ein Satz, wenn wir die Slime Balls mal gefunden haben irgendwo oder uns die irgendwie machen können. Okay, so, haben wir. Dann brauchen wir die Sticky Pistons nochmal. Piston, auch 6 davon. Dann können wir uns da schon mal die Sticky Pistons machen. Und dann brauchen wir für den Inscriber Flux Crystals, dürfen wir alles im Inventar haben. Okay, wir haben nicht genug Iron. Schau, wie viel Iron wir jetzt schon verbraucht haben. Krass, oder? So. Zack. 3, genau, perfekt. Die stelle ich jetzt auch einfach mal. Eigentlich kann ich die auch übereinander stapeln, gell? Rein theoretisch einfach so. Und. Hier noch ein. Und. Hier oben noch ein. So. Und. So. Perfekt. Dann haben wir hier schon mal unsere 4 Inscribers. Die sind hoffentlich noch drunter. Ja, sind sie sogar. Und ein Block Abstand. Perfekt. Gut, dann für das ME-Terminal. ME-Drive. Brauchen wir
die Engineering Processors, die wir sowieso viel brauchen. Dafür brauchen wir ein Printed Engineering Circuit. Dafür müssen wir Inscriber Press mit Diamant. Also, wo ist denn unsere Inscriber Press? Dann. Sollte vielleicht fragen, was für eine Inscriber Press? Die Inscriber Engineering Press. Okay, perfekt. Nein. So, die tun wir mal hier rein. Das heißt, die Inscriber Engineering Press. Da können wir eigentlich genau das gleiche Setup nochmal machen. Erstmal ein Stack Diamonds mitnehmen. Dann zwei Chests. Und zwei Transfer Nodes. Das ist echt praktisch, dass wir das dann einfach so so machen, wie wir jetzt machen, weil ohne Witz. Das ist echt ätzend. Jetzt brauchen wir noch einen Block. Wir verschwenden gerade so viel Glas, weil das Glas ja kaputt geht und wir den Block nicht zurückbekommen, aber egal. Hier eine Chest. Und hier eine Chest. Dann hier die da. Dann kommen hier die Diamonds rein. Und dann müsste. Ah, Energie brauchen wir noch. Stimmt's. So, zack, zack. Dann müsste das aber funktionieren, oder? Perfekt, printed. Und die haben wir dann hier. Okay, dann haben wir hier praktisch die Silikon-Sachen. Und oben haben wir die anderen Sachen. Wenn wir jetzt die Uhr aktivieren würden, dann müsste es eigentlich noch schneller gehen, oder? Nee, weil die außer Reichweite ist. Egal. Können wir ja später noch umstellen. Geht da jetzt schnell genug, beziehungsweise machen. Wenn wir es nebenbei machen, dann staut sich das Ganze ja auch schon. Okay. Dann brauche ich jetzt noch in die andere Press, brauche ich die Engineering-Dings, Redstone. Okay. Also ich brauche Redstone. Redstone. So. Dann können wir hier in die Mitte das Redstone reinlegen. Das kann man auch wieder nur eins machen. So, hier dort dann. Das Silikon hier unten und hier oben den da. Und dann brauchen wir dafür natürlich Energie. So. Ups. Und zack und zack. Würde mal interessieren, wie viel Energie das gerade verbraucht. Okay, perfekt. Haben wir einen. Da machen wir gleich noch einen. Dann haben wir eigentlich alles, um die Press, um die Drive zu machen schon mal. Drive, zack, bumpf, bamf, zank. Und dann stellen wir die Drive einfach mal, ist ja eigentlich egal, wo sie steht. Hier drauf. Einfach hier so. Zack. Gut, in die ME-Drives müssen... Upsala, bin ich gerade beim Mikro angekommen, müssen Storage Cells. Also ich weiß nicht Storage Cells, aber müssen Storage... ME-Storage Cells, genau. Dafür brauchen wir die 1KME Storage Component. Dafür brauchen wir Logic Processors, ziemlich viele. Das sind die, die hier oben rauskommen, oder? Nein, sind es nicht. Okay, sind nochmal andere Sachen. Ach du Scheiße. Ah, das sind die, die wir gerade gemacht haben. Okay. Kann ich das auch automatisieren irgendwie? Ich nochmal. Ah, warte, aber da muss ich von zwei Seiten reintun irgendwie. Weil hier geht's ja. Okay, da ist der Input einmal unten, einmal oben und einmal an der Seite. Okay, also. Ach Gott, das ist kompliziert. Aber von oben können wir den Input jetzt gar nicht machen, weil er hier im Weg ist. Dann machen wir den kurz weg und eins höher vielleicht. Oder noch gar nicht hin. Später vielleicht erst. Das will ich jetzt noch schaffen, die Folge. Was brauche ich noch nicht? Das Division Circuit, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und okay, das brauche ich jetzt dabei auch nicht. Und die brauche ich auch nicht, die brauche ich auch nicht. Okay. Ach man, Entschuldigung, dass das Commentary hier gerade so ein bisschen, was heißt leidet? Weil leidet würde ich jetzt nicht sagen, aber halt einfach nicht so on point ist. Aber ich muss mich gerade auch echt konzentrieren. Warte, dann brauchen wir vier Kisten. Das heißt, ein Input haben wir dann von hier unten. So, einen Input haben wir von der Seite. Machen wir mal hier eine Kiste. Hier eine Kiste. Zack. Und einen Input brauchen wir von oben. Das heißt, so. Ja, machen wir mal hier hin. Wir bauen einfach mal mit Kisten, weil wir es können.
Genau so. Nein, falsch. So. Und dann einen Output brauchen wir eigentlich von vorne. Da steht das Decast im Weg. Oh Mann. Den Output können wir aber eigentlich auch noch rechts machen, oder? Also eigentlich können wir das hier wegtun und den Output hier nach rechts machen. So. Dann geht's noch immer, oder? Achso, jetzt ist gar kein Silikon mehr drin. Silikon. Hoffentlich funktioniert's noch. Und das funktioniert noch. Okay, perfekt. Dann können wir nämlich den Output hier machen. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Das heißt, jetzt hier an der Seite muss Redstone rein. Redstone. Hier oben muss, schon richtig, ja, hier oben müssen die Printed-Sachen rein. Genau, und unten müssen die Printed Silicons rein. Es geht, es geht, geht's. Es geht. Wir machen automatische Engineering Processor. Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Okay, dann können wir hier die ganze Kiste schon mal mit Redstone füllen. Dann. Oh, es ist schon 30 Minuten, oh mein Gott. Aber wir machen guten Fortschritt, das ist sehr gut. Weil das bedeutet schon mal so viel, dass wir die Engineering Processes automatisch machen. Das kann man natürlich später dann alles noch automatisieren mit unserem ME-System, aber die brauchen wir hier häufig. Also, das heißt häufig, aber sehr viel. Deswegen ist es gut, dass wir die hier schon mal automatisch produzieren. So, dann machen wir unser erstes MK-Drive noch. Oh nein. Warum erkennst du das nicht? Logic Processor haben wir jetzt schon, oder? Nein, wir haben jetzt Engineering Processors. Halt, stopp. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh nein. Wir brauchen andere Prozessors. Logic. Printed. Dafür brauchen wir andere. Okay. Du hast eh keine mehr von denen. Okay, schade. Aber warte, ist doch eigentlich egal. Weil die brauchen ja unten und oben alle genau das gleiche, genau. Das heißt, wir können ja einfach nur die anderen dann durchjagen. Okay, nee, das passt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, wir müssen dann einfach nur das gleiche hier machen. Nee, nicht hier. Wie hier. Nur mit Gold. Genau, dann können wir die Golddinger hier durchjagen und dann kriegen wir hier das Richtige. Okay, das schaffen wir schon. Also, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Meine lieben Raphaelus, wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und bauen langsam, aber stetig unser ME-System auf. Es schaut jetzt schon so aus. Ach du Scheiße, Mann, ich will gar nicht wissen, wie es dann später ausschaut. Also, hoffe, ihr hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich war's, euer Raffi. Haut da rein. Over and out. Sessen.